Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Direwolf 20. Yay! Wir haben ein Update hinter uns, deswegen haben wir hier ein tolles What's New in Openlux und ein komisches Battle sein Kopf, whatever, wo auch immer das herkommen mag. Was weiß ich. Stellen wir mal in die Ecke, weil es lustig aussieht. Und das Buch, da, was ist drin? The Flimflam? Flimflam? Was denn, aha. Was? Ah, ja, ja. Bla, bla, bla und so. Gut. So, gucken wir mal, was die Farmen so Lustiges anstellen hier. Kleine Kühe, hallo. Und ihr? Liebt euch alle? Ja, ne? Ja, natürlich tut das. Und hier wächst es fleißig. Wie ein fleißiger Zuschauer natürlich gesehen hat, hatte ich hier an den Seiten zwei Wasserlöcher vergessen. Und die habe ich natürlich noch nachträglich hier angepflanzt, weil hier natürlich nicht alles Wasser gekriegt hat. Und ja, jetzt fehlt uns noch ein bisschen Glowstone-Abdeckung dafür. Damit niemand reinsteppt. Und kleine Monsterchen spawnen. Dann können wir nämlich die Fackeln an der Seite endlich wegmachen. Habe ich noch irgendwas Glowstone-artiges? Gar nichts mehr? Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch nicht im Handtäschchen? Ne, irgendwie nicht. Okay. Daran nicht. Gut, dann werde ich mal eben das hier weg tun. Dann gehen wir mal eben kurz in den Nether und besorgen uns neuen Glowstone. Geht ja mal gar nicht klar hier. Ach, jetzt darf ich mich auch übrigens wieder verwandeln, weil jetzt sind die Server irgendwie wieder am Start. Wunderbar. Ich freue mich. Ab in den Nether. Vielleicht finden wir noch einen Gast oder so. Für, Gasttränen. Die brauche ich nämlich auch. Ach Gott, wie war das noch hier gleich? Hoppala, ich war lange nicht mehr im Nether hier. Ach ja, da war ja was. Hier geht's raus. Prima. So. Natürlich, jetzt, wo man bereit ist und Gasts bräuchte, wird man niemals einen finden, weil wen... Oh nein, ich habe die Minimap gar nicht drin. Ah! Das sollten wir dann diese Folge nicht machen. Ich habe keine Minimap drin, die habe ich vergessen reinzutun nach dem Update. Oh, damn. Okay, das heißt, nicht in den Nether, sonst verlaufen wir uns und finden nie wieder in unserem ganzen Leben zurück. Das wollen wir nicht. Dann gibt es eben kein Glowstone. Pech gehabt. So, wie schaut es denn eigentlich hier aus? Haben wir noch genügend Space? Es wird langsam, aber sicher wird es doch echt knappi. Ja, wir könnten mal upgraden. Wie wäre es denn mit 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Also 16 Lost Diamantos. Das würde ich mir sogar gönnen. Fliegen wir mal rüber zur Farm, zur Quarry. Gucken, was sie dazu sagt. Oh, endlich wieder fliegen, ey. Es ist so eine Erleichterung, wenn man endlich wieder fliegen kann. Oh ja, die ist auch sehr bald durch. Das finde ich gut. Diamanten, keine Diamantenmut. Okay, jetzt könnte dann doch ein kleines Problem geben. Hier ist etwas. Was es hier nicht alles gibt. Den Sand müssen wir mal entfernen und irgendwie zu Glas umwandeln. Also, na. Also doch nicht genug Diamanten. Dann lassen wir das erstmal sein. Und bauen vielleicht noch ein paar neue, einfache, goldene Kisten. Ich glaube, Gold habe ich ja inzwischen relativ viel bekommen. Safari-Netz. So, was nehmen wir denn mal mit? Den Sand, der ist blöd. Sulfur. Z-Squads. Ja. Lecker Brot. Knockback 2. So. Können wir den ganzen Schmor schon mit? Okay, reicht. So. Und, ja. Dann muss ich nochmal gucken, was ich eigentlich für meine... Pipes unten brauche. Ich möchte nämlich gar nicht mehr. Schon so lange her. Oh, wir sind auch in der Verarbeitung. Oh ja. Hier gibt es eine Menge. Okay, was kann ich hier noch reintun? Läuft. Gut, dann... Hallo? Wenn damit... Was zu arbeiten? Nö. Das hier rein. Zack. Zack.
Oh, wir könnten mal eben das Enchanted Book und die Musikdisk einmal schnell durch den Scanner jagen. Weil alles habe ich nämlich noch nicht. Safari-Netz auch. Gut. Yeah. Yeah. Boom. Sehr gut. Sehr gut. So, wo das Enchanted Book kann ich eigentlich hier neben meinem Ding ins Tisch tun. Joa, läuft. Denn das weg, na, die brauche ich noch. Und der ganze Sand, ja, puh. Die eine Hälfte davon sollte ich vielleicht mal dann, ups, na, treffen wir gelernt sein, 1, 2, 3, 4, 4, nach Glas umwandeln. Aber wir brauchen mehr Storage. Ich könnte ja mal dafür Barrels machen, wie wär's damit? Wir gehen ja gleich. Barrels, Barrels, Barrels. Ah ja, ja, ja. Sollte eigentlich mehr als genug Wood drin haben. Ach, kein Power-Up hier. Pop-Up. Power-Up, ja, genau. Selepse. Ja, mal. Rup, rup, rup. Dann backen wir noch ein paar Barrels und dann können wir die noch anschließen. Oh, ich piek's was. So. Vielleicht noch ein paar. Ach, ich mach mal 9 Stück. Das denke ich ganz okay. Und dann können wir mal hier diese Wand einreißen, die mich irgendwie schon eine Weile stört. Hinfort. Wand. Ups, das war jetzt nicht so clever als Fledermaus. Da ist nämlich Zielen immer sehr, sehr schwer, was diesen blöden Hammer angeht, weil er nicht möchte, wie die Mann möchte. Und das ist so blöd. Und hier können wir die Wand gerne mal wieder aufziehen. Mach ich mal in Menschenform. Jo. Und dann könnte ich rein theopraktisch... Okay, jetzt komme ich zwar an den nicht mehr ran, aber wer braucht den schon gerade? Niemand. Und ich glaube, die kann man... Kann man die nur von oben oder von der Seite, beziehungsweise von unten ansteuern? Das ist eine gute Frage. Das müsste man mal ausprobieren. Was brauche ich denn hier eigentlich? Ich brauche eine Logistik-Kessel 2. Brauche ich wirklich eine 2? Wrench, 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 Wrench. Was habe ich denn hier drin? Ah ja. Provider und Polymorphic. Genau, okay, gut. Dann brauchen wir die Chesses MKD. okay. Die waren... Okay, nehmen wir hier... Cases. Cassis. MK2. Basic Logistik mit Iniron. Wie viel haben wir denn noch? Chesses MK2. Die K2 kann man schon mal bestellen. Und die 4 hier mit dazu. Dann brauche ich Iron Chipsets. Habe ich noch welche? Nope. Doch, da. Wie viel habe ich jetzt gemacht? 6. 6, 6. Genau, und habe ich hier noch Eisen drin? Jo, habe ich noch. Sollte ausreichen, denke ich. So, Logistics. Ach nee, braucht er nur. Oh, egal. 4 Chesses. Ups. 2, bumm. Können wir jetzt mal ein bisschen Zeugs wieder zurückschicken? So wie das und das. So viel Glas braucht auch kein Mensch. Das darf gerne bleiben, das kommt weg. Das kommt auch weg. Ja, der Rest kommt erstmal wieder nach unten. Jawohl. Drip, 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 drip. Boop. Dann probieren wir es gleich mal aus. Und zwar mit dem Barrel. Ach nee, ich brauche erstmal... nein. Jetzt fängt das wieder an. Ja, das ist, glaube ich, richtig rum, oder? Nein, das ist nicht richtig rum. Kann ich das umdrehen? Ja, und jetzt so? Ja, wie dämlich. Blödes Ding, blödes. Naja, okay. Ach, stopp halt, ich brauche noch dann die Module. Ups. Das ist kein Modul. Und zwar ein Polymorphic und ein Provider. Kann man direkt mal die... Wie viel habe ich gemacht? 6. Die 6 von machen.
Polymorphic Item Sync. Ach genau, die Farbe. Orange und Blank. Oh Gott. Hab ich noch 5? Das ist schon mal ganz gut. Aber einen mache ich dann trotzdem noch. Papier und... Genau. Okay. Hiervon 1 und Redstone und Paper. 2. Papier. Okay. Okay. 6. Ach, ich brauche ja noch mehr. Haha, stimmt ja. Weil, ups. Mann. Lass es doch sein, blödes Ding. Papier. Ich brauche noch 6. Also 12. Papier. Habe ich noch Sugarcane? Nein, wo kommen denn immer die ganzen Sugarcane? Warum sind denn die? Was zum. Ich glaube, ich mache bei der Farm mal eben ein bisschen Sugarcane mit rein. Ansonsten, ist blöd. Hopp. So, da. Sugarcane. Ein Sugarcane ist auch ein Witz. Nye. Dann lass es growen, das Sugarcane. Packen wir es hin. Ja. So. Ja, das sieht doch schon, ne? Ganz gut aus. Ja, ihr Kühe, hier, bitteschön, Futter. Für die lieben Kühchen. Ne? Ja, da liebt euch alle. Fein, fein. Gib mir XP. Na komm, oh. Komm. Yay. War zwar nicht viel, aber ist okay. Na, ihr kleinen süßen Kühe. Wollt ihr zurück zu Mami? Es tut mir aber leid. Irgendwie. Schon welche gekillt? Nö. Okay. Der kommt... Nein. Aber der kommt zurück. So, dann müssen wir warten. Das heißt, wir können die 6, die wir haben, schon mal ja, weiterverarbeiten. Zu den Polymorphics. Orange. Also 12 Orange. Habe ich doch Orange bestimmt. Orange oder auch nicht. Da. 6 Stück. Und Red. Rose Red. Habe ich nicht. Schlecht. Blöd. Das heißt, wir müssen schon wieder Rose Red suchen gehen. Das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal dasselbe. Wir brauchen dringend Bienen, die uns Blümchen erstellen, damit ich nicht mal Blumen suchen gehen muss. So, ich habe noch keine Minimap hier. Oh, da, guck mal, Blümchen. Perfekt. Oh. Das macht mir, glaube ich, 4. Also brauche ich noch ein rotes Hallo, Blümchen. Um glücklich zu sein. Das ist ein Busch. Das da könnte... ein Ohr sein. Verdammt. Ausschau halten nach Blümeli. Da, rote Blümeli direkt daneben. Mein Gott. Wupp. Na? Landen. Danke. Hui. Was ist denn hier für ein Chaos? Bekloppter Planter. Egal, einfach wächst. Das ist die Hauptsache. Alles andere ist mir wurscht. Gut, dann müssen wir eben den Pulverizer besetzen. Mach weg da. Ma. Husch dich. So. Soll ich auch da rausnehmen, sonst blöd. So, Oranje. 12 Stückse und Eisen. Ich glaube, das habe ich ja eigentlich ganz gut genug gemacht. Wobei, wir müssen noch ein paar wieder... Ach, guck mal, wir haben noch Wooden Chips. Ach, super, dann können wir direkt da weitermachen. Okay. Dann brauche ich doch nicht warten. Gut. Bumm, 6 Stück. Und, die Chips. So. Ach, genau, das Papier noch. Natürlich nicht vergessen.
zack, die Bohne und weiter geht's. So, noch ein bisschen Nuggets. Brauche ich noch, 6. 6, genau. Jo, 6. Und schon mal die. Zack, 4. Fehlt nicht mehr 4. Oh. Zack, zack, zack. Wunderbar, 6 Stück, so habe ich es gern. Und jetzt die Provider. Provider-Module. Okay, dass es so langsam hier unten abpumpt, liegt auch daran, dass die Provider-Module, obwohl die müssen eigentlich anders, ach, keine Ahnung, schon gut. Hört nicht auf mich. Modul, Provider-Modul. Goldene, davon habe ich aber nicht genug, das habe ich gerade gesehen. Da habe ich nur 2, da müssen wir noch 4 machen. Das können wir aber locker mal eben machen. Und zwar auch richtig Gold. 4. Gold und ein bisschen Redstone habe ich dabei. Zack und zack. 4 goldene. Da brauche ich dann nur noch ein bisschen Energie. Energie! Nehmen wir dich. Hup. Höp. Und löp, renn da mit dir. Plöp. Oben Ausgang. Ist doch Ausgang. Hallo? Warum machen die nicht? Ach, deswegen. Warum machen die nicht? Doch, jetzt machen sie. Okay, gut. Schock mich nicht so. Mein Gott. Die gute Energie. So. Lapis Lazuli. Davon haben wir genug. Kann man die schon mal da reinbauen? Halt. Uah. So. 2 davon. 6 davon. Ranch in Hand. Da kommt den. Dort und dort. Plopp. Habe ich den Sand dabei? Nein. Da kann man Sand nehmen. So viel Sand. Hm. So, und die können wir auch alle mal... Ups, nein, das wollte ich damit nicht bezwecken, sondern... Kann ich die nicht sperren? Nein, kann ich nicht. Okay, gut, dann eben nicht. Aber hier habe ich... So, dann packen wir jetzt erstmal... eins da hin, hopp. Und das kommt hier. Und... da eins, und dann... Stopp, halt, brauche ich den... Ups, nein, oh Gott... Der kann mir auch nicht helfen. Den Sand zurück, damit ich... Ach Gott. Also jetzt wird's langsam brutal. Es ist schon spät, es tut mir leid. Provider-Modul. Und zwar Sand. Zack. So. Läuft. Jetzt sollte rein theoretisch hier Sand reinkommen. Das testen wir direkt einmal, ob das auch funktioniert von the bottom. Sand. Sehr gut. Ach so, stopp halt, ne, müssen wir wieder zurückschicken hier. Ah. Sand zurückschicken. Okay, das geht nicht. Kann ich irgendwie die Dingens höher stellen? Gut, dann... Nein, nicht gut. Dann denke ich mal, liegt es auch daran, dass es von oben befeuert werden muss. Okay. Kriege ich die? Nein. Ist auch schon korrekt so. Aber ich würde es gerne abbauen. Abbauen, danke, danke, danke. Kommst her? Danke.
So, dann überlege ich, wie mache ich, kann ich Plugs, können die Plugs an die Dingenspipes? Ist hier? Ja, das geht, okay, gut. Weil dann kann ich nämlich die direkt da oben drauf bauen und brauche bloß paar Pipe-Plugs. Wo gehen die Fassaden auch? Müsste ich es mal eben kurz evaluieren, ob das so eine Gülsch. Ist mal so und so. Ach so, nee. Das, nein. Das, oh, scheiße. Opala. Das war jetzt so nicht geplant. Brauche ich hiervon einen? Ach, verdammt. Und zwar, ups. Zack. Okay. Ja, zurück und. Huch. Achso, das eine ist noch gedingselt. Okay, dann habe ich dann keine Pipe-Plugs mehr. Ich habe noch mehr als einen scheiß Pipe-Plug gemacht. Plug 6. Geht doch. So. Sind schon wieder kurz vor Ende, aber das will ich jetzt auf jeden Fall nochmal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Ja, das funktioniert. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. So. Komm her, du. Dann noch hier eins hin und dort eins hin. Sind die auch alle richtig rum? Wahrscheinlich nicht. Und wie viel habe ich jetzt? 5, ne? Ich brauche 6. Oh oh. Jo. Dann muss erstmal hier sporadisch. Obwohl ich könnte. Das ist okay. Dann pluggen wir mal den Rest. Pluck, 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 pluck. Dann kommen die hier oben drauf. So einfach ist das eigentlich. So. Dann kommt noch das eine hier hin und das kommt dahin. Ist die Frage, ob es gespeichert ist. Und wenn. Och, mein Gott, jetzt nervt doch nicht, dummes Ding. Das nicht. Gut, dann ist es vielleicht hier. Noch nicht gespeichert? Nein. Dann nehmen wir Sand hier rein. Und. Nächster Versuch. Yay! So funktioniert das Ganze. Huch, nein, 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 nein. Oh nein, warum teilt es sich denn auf? Ach so, es bounced zurück, oder? Bounced es zurück? Ja, das tut es, glaube ich. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal allen Sand aus dem System quasi aus den Kisten entfernen. Dann sollte es auch kein Problem mehr sein. So. Gut, dann mache ich so lange Request. Ich jetzt erstmal alles Sand, den wir haben. 94. Perfekt. So, wir haben jetzt 13 Sand im System. Hier rein theopraktisch. Jo, alle. Was bouncen die denn hier so rum? Naja, wie dem auch sei. Das läuft. Sind 400 und irgendwas. Okidoki. Dann ist jetzt ja alles gut, ne? Ja, hier ist kein Sand mehr drin angekommen. Hier auch nicht. Okay, gut. Dann könnte ich rein theoretisch mal. Ich glaube, nehme ich die Tracks. Ich meine. Ach, schwierig, was ich noch nehmen könnte, weil
Was haben wir denn noch, was große Massen einnimmt? Kohle. Kohle wäre was. Tracks jetzt nicht unbedingt. Aber Kohle. Charcoal? Charcoal, ja genau. Die produzieren wir sowieso. Und vielleicht noch ein paar Erze. Das könnten wir ja noch machen. So, ich mach jetzt noch eben schnell fix die. Zack. Und. Bada boom. Wieder ein paar Stacks, wieder ein paar Plätze gespart. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so sein. Und vielleicht haben wir es beim nächsten Mal ja oder beim nächsten Quarry umsetzen, mal ein bisschen mehr Diamanten, um die Kisten aufzuwerten. Dann haben wir da auch ein bisschen mehr, ja, Freiraum und mehr Platz. Und vielleicht überlege ich mir noch, was wir noch alles in die Barrels packen können, was sich lohnen würde. Und dann würde ich erstmal sagen, nehme ich ein Abo und bis zum nächsten Mal.